Besonders die Lebenswelt der Kinder am Herzen. Und wir haben uns schon immer darauf vorbereitet, hier mehr von Kindern, ihre Spielwelt, ihre Fantasiewelt vorzustellen. Und wir haben nun diesen einzigartigen Glücksfall gefunden, dass wir hier mit in Herrn Professor Gertheis, der ein Leben lang Zinnfiguren gesammelt hat, einen Sammler zu finden, der uns hier seine Ausstellung zur Verfügung stellt und die wir hier ausstellen können. Wir wurden von Herrn Dr. Groß im Landratskreis Saarburg vor etwa 2 Jahren auf diese Ausstellung hingewiesen. Und seit dieser Zeit kamen wir also dann des Öfteren auch mit Herrn Professor Gertheis zusammen. Und wir haben dann sehr bald konkrete Pläne gemacht. Dieser Raum, in dem wir uns hier befinden, war damals noch vollgestopft mit landwirtschaftlichen Geräten, Sammlungsgut aller Art. Und wir haben dann begonnen, nach einer gewissen Planungsphase den Raum hier auch entsprechend auszubauen. Und diese Zusammenarbeit mit Herrn Professor Gertheis, sie war deswegen dann bemerkenswert, weil sie in einmaliger Weise auch die Mitarbeiter unseres Hauses begeistert und inspiriert hat. Und sie alle haben hier sehr gerne mit Kraft mitgeholfen und hier gearbeitet. Ich möchte allen unseren Mitarbeitern natürlich in erster Linie, aber allen anderen, die auch hier bei der Arbeit an diesem Zinnfiguren-Museum mitgeholfen haben, ganz herzlich danken. Ich möchte natürlich auch danken dem Land, das uns finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, dem Kreis und der Verbandsgemeinde der Stadt Konz. Und ich danke natürlich auch ganz besonders allen, die uns hier mit Ideen und Anregungen geholfen haben. Da die Anregung von Herrn Dr. Groß, dem Landrat Dr. Groß ausging, habe ich die Bitte, dass er uns vielleicht auch noch ein paar Worte zu diesem Anstoß, den er damals halt gegeben hat, zu uns sagen. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wie geht das? Ich weiß es nicht ganz genau auswendig. Der Frühling kommt, der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken knurren. Das ist aus dem Schlachtgesang der Mutter Courage. Und eben bei dem einleitenden Musikstück in der Besetzung wurde man daran erinnert. Und es passt ja auch zu den Zinnsoldaten. Tapfere Zinnsoldaten sind hier auch in großer Zahl. Leute, die Courage haben, auch. Es ist ein Anlass, sich zu freuen. Es fing an, also jetzt aus meiner bleibenden Erinnerung, fing es an mit einem Artikel in den Trierischen Volksfreund. Der Professor Gertheis hätte so eine wunderbare Sammlung und er hätte es uns auch gesagt, aber keiner hätte sich interessiert und er wüsste nicht, was er damit machen soll. Und da ging die am Ende noch aus der Region hinaus. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt kannst du dich ärgern, aber bist nicht dazu gezwungen. Und wir haben einen Termin gemacht und nach 2 Tagen haben wir uns bei ihm in der Wohnung getroffen und haben uns das alles
Ja, also nicht alles, ist ja gar nicht möglich. 40.000 Zinssoldaten und die ganzen Konfigurationen anzusehen und tja, und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, wie sich das gehört. Wir machen uns ja alle Tag und Nacht Gedanken und ich war der Meinung, das hat ja nur Sinn, kein eigenes Museum einzurichten, weil das kann ja niemand bezahlen. Es muss ja jemand da sein, sonst laufen die Leute mit Taschen voller Zinssoldaten von hinten. Das geht nicht. Es muss ja irgendwas sein, wo sowieso schon jemand an der Kasse sitzt, was reguläre Öffnungszeiten hat und so. Und da blieb eigentlich, außer dem Rheinischen Landesmuseum, war ich der Meinung, gibt es nur das Museum Roschheim. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das habe ich dann so... also vorsichtig zum Ausdruck gebracht. Der damalige Bürgermeister Kaster, der diesem Aufruf auch gefolgt war, der war damit nicht so ganz froh, weil er das gerne in seiner Verbandsgemeinde gehabt hätte. Die Zemmer zum Beispiel da, die haben so ein kleines Heimatmuseum. Ich freue mich aber, dass Herr Dr. Haas und Herr Bürgermeister Manns die Anregung sofort aufgegriffen haben und angefangen haben, den Raum auszubauen. Das ist ja nicht so ganz einfach, so ein Projekt sich vorzunehmen, weil es gibt ja in dem Museum, das an Reichhaltigkeit kaum zu überbieten ist, aber auch da kann man sich ja nur freuen, wenn man mal durchgeht, wenn Sie das mal gemacht haben, wenn Sie die Zinssoldaten heute alle gesehen haben, gehen Sie doch mal durch. Also das ist wirklich schon dieses Museum Roschheim, das kann sich weit und breit sehen lassen. Wir können stolz sein, dass wir das hier so haben und freuen uns, dass es möglich geworden ist, mit schon einigem Aufwand und viel Energie und Durchsetzungskraft, das zu machen. Das hat der Dr. Haas und seine Frauen und Mannen schon öfter gemacht. Und man sieht wieder, dass sie es können und es hat sich bewährt. Bei all denen, die in Gedanken worden ist, kann ich die Sparkasse Trier noch hinzufügen. Die hat also auch merklich geholfen. So, und nun gratuliere ich Ihnen und gleichzeitig danke ich Ihnen, Herr Professor Gertheis, auch Ihrer Gattin, ganz herzlich dafür, dass Sie gesagt haben, ja, da sind wir einverstanden, das machen wir gerne. In unserem Haus können wir das nicht immer aufheben. Es muss eine ordentliche Lösung gefunden werden, wo viele Interessierte das sehen können. Und sie haben sich dann auch bereit erklärt zu sagen, ja, also er hat nicht nur gesammelt, sondern auch bemalt, dass sie da mal dann und wann hier sind und dann können Schüler kommen und Schülerinnen und Schüler und Kinder und Jugendliche und Leute und dabei zusehen und vielleicht auch irgendwas mitmachen. Also das ist eine ganz gute Sache, eine Bereicherung hier der reichhaltigen Exponate in dem Museum in Roschheim. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, vielen Dank. Und ich gratuliere Ihnen, Herr Dr. Haas, ebenfalls vielen Dank, dass Sie es gemacht haben. Und ich gratuliere uns allen. Es ist eine Attraktion mehr im Kreis Trier-Saarburg jetzt auch zu besichtigen. Ich wünsche Ihnen allen interessante Erlebnisse mit den Zinnfiguren von Herrn Professor Gertheis. Danke. Thank you.
verpflichte. Ich werde ins rechte Licht drücken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die sich unter Ihnen befinden, ich bedanke mich für diese unheimlich reichhaltige Teilnahme an dieser Eröffnung. Es wird eigentlich dem gerecht, was dieses ist, die Erfüllung eines Lebenstraumes. Wenn man so lange gesammelt hat, möchte man auch zeigen und würdevoll zeigen, und das hat sich hier ermöglicht, schick und stilvoll und adäquat zeigen. Da gilt es also zunächst einmal den Institutionen zu danken, die sich daran beteiligt haben, Herrn Dr. Groß, der die Sache ins Rollen gebracht hat, den Geldgebern, die die Mittel dazu gegeben haben, und vor allem dem Museum. Ich muss sagen, ich habe mich an schon mehreren Ausstellungen beteiligt. Hier gibt es zwei Sprüche. Geht nicht, gibt's nicht. Hier wurde alles möglich gemacht, was ich mir wünschen konnte. Und dafür bedanke ich mich bei allen, die daran beteiligt sind, sehr herzlich. Dass dieses hier so schick entwickelt hat, war durch ein ständiges Gespräch zwischen Museumsleitung, den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir möglich, sodass das langsam fortschreitend sich so gestalten konnte. Dafür bin ich sehr dankbar. Und einen zweiten Spruch gibt es auch noch. Das ist quasi ein Nichts. Über Geld wurde kein einziges Mal geredet. Und das finde ich ganz fantastisch. Es wurde nie gesagt, haben wir nicht, können wir nicht, sondern geht nicht, gibt es nicht. Ja, das dafür bin ich eben dankbar, dass der die Sache macht, davon überhaupt vollkommen unberührt geblieben ist. Also, zweitens möchte ich gerne ja im Rückblick den Sammlerinnen und Sammlern danken, die mir dabei beim Aufbau meiner Sammlung geholfen haben. Es ist ja eine Geschichte, die man nicht allein im stillen Kämmerlein vollführt. Sicher, ich war allzu oft in meinem Keller unten und habe gewerkelt, aber das Sammeln kann nur in der Gemeinschaft erfolgen. Ja, Clio ist schon angesprochen, hier sind auch etliche Sammlerfreunde von nah und fern, die also mich bei meiner Tätigkeit unterstützt haben. Es gibt da auch einen Spruch. Unter Sammlern ist man sich ja, jeder sein Feind, jeder ist anderen Feind, jeder will es haben. Aber unter den Sammlern, die ich kenne, gibt es nur einen Spruch, gönnen muss man können. Und das finde ich, das spiegelt sich in diesem Museum hier wieder. Als drittes möchte ich natürlich meiner Familie danken, die so lange diesen Weg gegangen ist. Und wenn man von Zugewinngemeinschaft bei einer Ehe spricht, dann steht hier oben ein Teil unseres ehelichen Zugewinns. Ich möchte also meinen Kindern und meiner Frau besonders danken für Rat und Hilfe, die sie mir in 5 Jahrzehnten ja, geleistet haben. Meine Söhne, mein Sohn, meine Tochter noch nicht so lange, aber Rat und Hilfe, die sie mir geleistet haben. Sie haben mich nicht nur geduldet, sondern auch unterstützt. Ich möchte mich sehr herzlich bei dem Spielkreis für alte Musik, für die einführende Musik hier bedanken. Dieser Spielkreis für Musik tut dieses schon bei meinen Ausstellungen, bei unseren Ausstellungen, sind für unsere Ausstellung seit einigen Jahren, ich glaube 89 das erste Mal oder so, oder früher, noch früher, also ich weiß nicht mehr wie lange, und jedes Mal erscheinen sie. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Ja. Dies musste sein, ich bitte um Entschuldigung, Dankesworte müssen sein, wie es das Herz voll ist, das fließt das Herz über. Ich will nur etwas ganz kurz zu dieser Sammlung sagen und zu dieser Ausstellung, Ausstellungskonzept. Es soll einmal deutlich gemacht werden, was Zinnfiguren sind. Die Geschichte der Zinnfiguren ist auf dieser rechten Seite, von mir aus gesehen rechten Seite, die Geschichte der Zinnfiguren. Die Geschichte der Zinnfiguren beginnt etwa um 1800 für mich. Frühere Figuren habe ich nicht, aber sie gab es auch schon im 18. Jahrhundert. So ab 1800 beginnt das und geht dann bis etwa 1930. Dann wird es ja schon im Ersten Weltkrieg grau und immer grauer, Erdfarben. Und das hat mich als Sammler nicht mehr interessiert. Mich interessiert die Farbigkeit und nicht, dass das grau ist. Das ist für einen Zinnfigurensammler nicht, also für mich nicht mehr sehr spannend. Diese Geschichte. Es ist versucht, mit alten Zinnfiguren und mit Abgüssen aus alten Formen, wie das heißt. Diese alten Formen existieren ja noch.
Frau Dr. Grobe ist hier, die Firma Heinrichsen dankenswerter weiter betreibt, und Sie werden überall Heinrichsen-Abgüsse aus alten Formen sehen. Das sind ja im Grunde die gleichen, je nach die gleichen Figuren, wie sie vor 100, 150 Jahren produziert wurden. Nur ich habe sie dann bemalt. Also Abgüsse aus alten Formen, alte Figuren, und im Mittelgrund oder im Hintergrund ist eine Soldatenleiste. Da laufen die Soldaten mit. Sie werden sehen, Zinnfiguren sind durch anderthalb, zwei Jahrhunderte eigentlich nicht so sehr Militärgeschichte, sind Militärgeschichte. Soll nicht verschwiegen werden. Hier vorne in der ersten Vitrine wird es ganz deutlich gemacht. Hier wird eine Schlacht aus dem Krieg 70-71 durch Kinder, mit spielenden Kindern dargestellt. Aber es war auch vor allem immer Alltagsbewältigung. Und je kriegerischer der Alltag wurde, je militärischer der Alltag wurde, als alles Uniform trug nach 1871, vom Beamten bis zum Minister, alle in Uniform auftraten, da herrscht auch die Uniform bei den Zinnfiguren vor. Aber ansonsten ist es Alltagsgeschichte. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie diese Alltagsgeschichte sich wandelt. So vom biedermeierlichen, zurückgezogenen Alltagsleben bis hin zu Festen, Revolutionen, 48 ist dabei, schon 48 hat die Firma Heinrichsen revolutionäre Zinnfiguren produziert, im Jahre 48. Das heißt also, man hat die Alltagsgeschichte illustriert. Und das ist ein zweites Anliegen von mir, zu zeigen, dass das ein illustratives oder ein Medium war, mit dem man für Kinder Alltagsgeschichte illustrierte, sie ihnen begreifbar und behandelbar machte. Das ist also im Wesentlichen das, was auf dieser rechten Seite abgebildet ist. Dann auf der linken Seite, auch von vorne beginnend hier, in dieser Richtung, ist Geschichte mit Zinnfiguren. Geschichte mit Zinnfiguren, wobei ich keine lückenlose Geschichte des Raumes biete, sondern das, was in meiner Sammlertätigkeit zusammengekommen ist. Ich habe also immer für Ausstellungen Dioramen gebaut, 48er Ausstellungen, 1998 oder 2004 Napoleon in Trier oder Landesgartenschau, Napoleon besichtigt den Petersberg oder was auch immer. Das heißt, es waren immer zu bestimmten Ereignissen geschaffene Dioramen, sodass ich nicht sagen kann, es ist eine lückenlose. Aber es bietet Einblick in die Geschichte, und manchmal muss man in dem hier vorne ausliegenden Heftchen nachlesen. Dieses Heftchen ist eine Vorausgabe des Katalogs. Es ist so schwierig, einen Katalog zu schreiben, der alle befriedigt. Ich gebe also eine Vorausgabe Ihnen heraus. Wer meint, etwas kritisieren, korrigieren, verändern oder verändern zu wollen, der schicke mir diesen Katalog mit seinem Namen zurück, und er bekommt dann den fertigen Katalog, wenn er korrigiert ist, dann ausgehändigt oder zugesandt. Das ist also eine Vorausgabe, die ist noch so ab Manuskript gedruckt, wie man das früher nannte. Ich habe das also in den letzten Nächten vor dieser Ausstellung dann noch auf die Beine gebracht. Ja, Geschichte mit Zinnfiguren, da ist zum Beispiel Algerien drin. Warte nicht, was erobert. Franzosen kämpfen gegen Rifkabylen oder irgendjemand. Also eine indigene Bevölkerung. Und als 1830 die Franzosen Algerien zugesprochen bekamen, und es dann befriedet haben, wie man das nennt, sind auch viele Deutsche aus dieser Region, haben versucht, nach Algerien auszuwandern. Die französisch gesinnt waren, bis 1814 war ja für 20 Jahre diese Region hier französisch. Und die französisch Gesinnten, die haben dann unter Umständen versucht, nach Algerien auszuwandern. Es war zu teuer und das hat meistens gescheitert. Aber so hängt das eben zusammen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn es also nicht die Illustration der Geschichte als solche ist. Als drittes noch vielleicht, das zum Schluss dann, ich will Sie nicht spazieren, es soll auch deutlich werden, dass dieses die Geschichte eines Sammlers dokumentiert. Auch dies in dem Heftchen dann dokumentiert. Die Geschichte eines Sammlers, der seine Vorlieben hat. Hier vorne zum Beispiel diese Wägelchen. Ja, aus Zinn, ganz faszinierend, zum Teil Abgüsse aus alten Formen, wieder montiert, rein Zinn, manchmal ein bisschen Blech und ein bisschen Zinn, aber meistens rein Zinn.
eine Welt, eigene Welt, die da beschrieben wird, die eine Straße etwa mit dem Verkehr der damaligen Zeit, um 1870 etwa. Oder ich bin also ganz verliebt, will ich nicht sagen, ich bin ganz vernarrt in diese kleinen Schachtel. Denn das war ein Jugenderlebnis, ein Kindheitserlebnis, wenn man zu Weihnachten eine solche Schachtel geschenkt bekam, die aufmachte. Ha, was ist da drin? Ja, und so sammle ich eben seit vielen Jahren kleine, alte Schächtelchen mit den darin befindlichen Figuren. Oder ich habe in einem Laden selbst in Frankfurt Zinnfiguren gekauft. Das war ein geheimnisvoller Laden. Da wurde ein ausgebreitet, nicht eine Schachtel geöffnet, ausgebreitet und so weiter. Und deswegen dokumentiere ich Zinnfigurenläden. Hier vorne ist eine Vitrine mit Zinnfigurenläden. Dort mit Schachteln, dort mit Fahrzeugen. Und so ist an vielen Stellen zu erkennen, dass ich besondere Vorlieben habe. Und das kann man auch beim Rundgang durch dieses Museum erfahren. Ich hoffe, und hinten ist eine Werkstatt. Ja, das ist also eine ganz grundsätzliche Bedingung. Ich werde versuchen, möglichst oft dort zu zeichnen, zu gravieren, zu gießen und zu bemalen. Und dann ist ein Schiebefenster da und dann schiebt man das auf und dann unterhält man sich mit den interessierten Besuchern. Das ist eigentlich der Wunschtraum, in seiner eigenen Sammlung sitzen oder in der Sammlung, die man zusammengetragen hat, sitzen und sogar noch mit den Leuten sprechen, die da kommen. Soweit eine kurze Beschreibung der Sammlung. Ja, nochmal den Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Sehr, sehr herzlichen Dank. Es sind noch viel, viel mehr. Es ist eine lange Liste. Wir wären heute Abend noch hier, wenn ich die alle aufzählen wollte, die sich daran beteiligt haben. Gucken Sie sich die Ausstellung an. Sprechen Sie mich an. Fragen Sie mich. Ja, ich stehe gern bereit. Jetzt kommt allerdings erst nochmal Musik. Danke schön.